Hallo, heute machen wir ein Video, was ist eigentlich in allen anderen Videos, stecken die Informationen zusammen schon drin, aber hier jetzt nochmal im Einzelnen, es geht um Einkreiser, Zweikreiser und Dualboiler. Auch im Laden fangen die meisten Gespräche damit an, dass wir die Kunden erstmal fragen, was sucht ihr? Kennt ihr die Unterschiede zwischen Einkreisern und Zweikreisern? Und da machen wir ein Video vor allem für alle, die es nicht kennen, welche Maschine ist die richtige für mich oder für euch. Wir fangen an mit dem Einkreiser. Dies, was ihr hier seht, sind alles Einkreiser. Der kleinste Kessel hier ist ein Einkreiserkessel. Da passen vielleicht 200 Milliliter Wasser rein. Hier haben wir einen Einkreiser und auch der macht so 350 bis 400. Da ist die Brühgruppe schon mit in einem verbaut. Kessel und Brühgruppe sind eins. Und der große hier hat dann etwa 0,7 Liter Wasser und die Brühgruppe ist außen an der Maschine. Der Kessel innen, den seht ihr normalerweise nicht und die Brühgruppe ist außen. Und auch da funktioniert es nach gleichem Prinzip wie bei vielen Maschinen. Hier wird das warme Wasser, läuft in die Brühgruppe, durch die Brühgruppe und erwärmt die so. Und hier hinten ist, wie gesagt, die Heizung drin, die erwärmt das Wasser. Damit wir vorne eine Temperatur von etwa 92 Grad haben, macht die Heizung hinten oder der Kessel wird dafür auf ungefähr 10 Grad mehr erwärmt. Und damit habt ihr nachher 92 Grad Temperatur. Ein Einkreiser ist perfekt, weil er sich sehr klein bauen lässt, also in allen Varianten. Und darüber hinaus aber auch manchmal schneller da ist, das muss nicht unbedingt sein, aber da kommen jetzt viele. Gerade in der Variante gibt es jetzt gerade von Profitec eine neue, die richtig schnell aufheizen kann. Da kommt gerade ein bisschen was. Und was aber der eindeutige Nachteil ist, wer zu Hause Milch macht, und zwar mehr als hin und wieder mal für den Besuch, sondern vielleicht täglich, weil man immer nachmittags Cappuccino trinkt oder einer der im Haushalt lebenden Personen gerne Cappuccino trinkt, dann ist ein Einkreiser etwas anstrengend, weil man kann den überreden, auch Milch zu machen für gewöhnlich. Dafür schaltet man an so einer Maschine einen Schalter, um der die Temperatur erhöht. Dann wird im Kessel die Temperatur höher gefahren, damit Dampf entsteht. Sonst haben wir um die 100 Grad, da gibt es noch keinen Dampf. Und dann werden die hochgeheizt auf ungefähr 120, 130 bis 140 Grad. Dann ist richtig Druck auf dem Kessel, aber der Kessel ist bis oben hin komplett gefüllt mit Wasser. Deshalb, in dem Moment, wo ihr Dampf bezieht, hier ist der Dampfausgang bei dieser Maschine, würde das ungefähr so aussehen, dann wird der Dampf rausgegeben, aber es ist Wasser, es kommt Wasser. Und dann macht ihr den Dampfhahn auf, dann kommt Wasser, das müsst ihr erst in ein Glas laufen lassen, damit irgendwann oben ein Luftpolster entsteht, damit nachher Dampf entnommen werden kann. Und wenn man damit fertig ist mit der ganzen Geschichte, hat man das zweite Problem, dass der Kessel nicht mehr gefüllt ist. Dafür gibt es dann einen Schalter, um den nachzufüllen und die Brühgruppe im Zweifel viel zu heiß ist und ihr keinen Kaffee machen könnt als nächstes, weil ihr habt halt nur eine Kammer dafür. Deswegen gibt es Zweikreiser. Ich hole uns mal einen Zweikreiser dazu hier. Hier haben wir einen Zweikreiser. Da haben wir einen viel, viel größeren Kessel. Und der hat zwei Kammern, der Kessel. Da gibt es einen durchlaufenden, das ist der Heat Exchanger, der Durchlauferhitzer sozusagen. Hier wird Wasser erwärmt für die Brühgruppe und zum Kaffee machen. Und der ganze andere riesige Kessel, der ist nur halb voll mit Wasser. Hier ist so eine Füllstandsonde, die merkt, wie hoch der Wasserstand im Kessel sein soll und macht das vollautomatisch auf ein gewisses Level. Dann habt ihr unten immer kochendes Wasser und oben kann Dampf entnommen werden. Und zwar gleichzeitig. Ich habe hier hinter uns eine Maschine stehen, da kann ich das zeigen und die ist an. Und ich kann jetzt hier Wasser laufen lassen für Kaffee, kann aber auch Dampf aufmachen. Und während der Espresso auf der einen Seite läuft, könnt ihr auf der anderen Seite dann gleichzeitig Milch aufschäumen. Und dies ist, wie gesagt, dann der Zweikreiser. Der Nachteil ist, es ist größer als ein Einkreiser, aber es lässt sich noch sehr kompakt bauen. Diesen Kessel kann man nämlich auch hochkant einbauen beispielsweise und dann ist der gar nicht viel größer als ein Einkreiser vom System her. Der eigentliche Nachteil steckt nicht in der Größe, sondern darin, dass wir zwei Temperaturen haben, aber doch nur eine Heizung und einen Kessel, in dem wir das Ganze fahren. Bedeutet, wir wollen den großen Kessel nicht zu heiß haben, deswegen müssen wir ihn auch sehr groß haben, weil wir haben den nur auf 124 Grad in etwa, das variiert von Maschine zu Maschine, damit ihr genug Dampfpower habt und gleichzeitig nicht der Kaffee die ganze Zeit zu heiß wird und die Brühgruppe immer weiter sich erwärmt und immer heißer wird. Und deswegen gibt es da dann noch die Möglichkeit zu sagen, man nimmt einen Dualboiler. Das bedeutet, wir haben hier einen Zweikreiser, so würde ein Einkreiser aussehen. Und mein Schaubild ist eigentlich ein Dualboiler. Voilà, da ist der zweite Kessel, den habe ich gerade versteckt, um das Einkreiser darzustellen. Hier ist ein zweiter Kessel, der ist nur für Dampf. Da seht ihr einen viel größeren Kessel als den für den Kaffee. Und der ist auch wieder nur halb voll. Da ist auch hier dieser Sensor drin, der fühlt den Wasserstand, hält den auf dem Level und ihr habt oben ein Drittel Dampf und zwei Drittel unten kochendes Wasser, wodurch ihr richtig Dampfpower habt und ihr könnt den auch hochstellen. Den kann man dann auch auf 130 Grad hochstellen, weil er nichts mehr zu tun hat mit dem Kaffee. Der weitere Vorteil kann sein, ihr schaltet den gar nicht mit an, weil ihr sowieso nur einen Kaffee oder einen Espresso trinken wollt. Da müsst ihr nicht beide Kessel für anhaben.
Jetzt ist die Frage, für wen ist was die richtige Variante? Für jemanden, der nur Espresso und Kaffee trinkt, reicht ein Einkreiser. Da braucht man sich um das zweite Kreiser-Thema gar keine Gedanken machen. Wenn man die Milch sowieso nicht aufschäumen will, dann braucht man das nicht zu haben. Dann kann man noch darüber nachdenken, wie groß ist mein Einkreiser. Wenn ich einen sehr kleinen Einkreiser habe wie diesen hier und der gut gesteuert ist, dann kann ich auch vielleicht einen Espresso auf perfekter Temperatur machen. Für eine Tasse Kaffee reicht es für gewöhnlich nicht. Ihr müsst euch immer vorstellen, in dem Moment, wenn ihr Kaffee bezieht, pumpt die Pumpe kaltes Wasser in den Kessel und im Kessel läuft das heiße Wasser Richtung Kaffee. Und das lässt natürlich nach. Das geht natürlich ganz schnell runter in der Temperatur, weil wenn ihr dann 20 Grad warmes Wasser in den 100 Grad warmen Kessel schiebt, sinkt die Temperatur stark ab. Da kann man gegenarbeiten, indem man zum Beispiel einen größeren Kessel hat. Mit dem funktioniert das natürlich deutlich besser. Und das Gleiche gilt dann nochmal für den noch größeren Kessel. Da kann man auch mal zwei normale Kaffee hintereinander beziehen, weil selbst wenn das Wasser in dem Kessel zu kalt wird, gleicht die Brühgruppe das vorne noch aus. Das ist dann die E61, dazu machen wir auch noch ein Video. Und das ist dann der Vorteil von einem größeren Einkreiser. Wer Milch aufschäumen möchte, ist halt normalerweise schnell bei einem Zweikreiser. Und das geht auch in ähnlicher Preisklasse los. Was eine ECM-Klassiker kostet als Einkreiser, kostet auch etwa eine Zweikreiser, eine Pro 400 beispielsweise, um die 1400 Euro. Und damit kann man dann direkt beide Kreisläufe erwärmen und hat zwei Kreisläufe. Man kann also Milch und Kaffee gleichzeitig machen aus getrennten Kammern. Wo liegt der Vorteil beim Dual Boiler? Der hat einen ganz klaren Vorteil. Er hat nicht die Problematik mit den Temperaturen. Den hier kann ich so steuern, dass ich hier 92 habe. Ich kann den so steuern, dass ich 89 habe. Ich kann den so steuern, dass ich 94 habe, wie ich möchte. Und bin komplett unabhängig von dem Dampf. Das ist dieser Zweikammergeschichte geschuldet. Und das macht es erheblich einfacher, eine ordentliche Temperatur zu haben. Diese E61 Brühgruppe stand immer ein bisschen im Verdacht, dass sie zu heiß wird irgendwann und dann geflasht werden muss, um sie zu kühlen. Das ist eigentlich nicht richtig. Das ist nur bei Zweikreisern so. Bei den Zweikreisern ist es, dass das System nach und nach nicht mehr es schafft, zwei perfekte getrennte Temperaturen aufzubauen mit einem Heizkörper aus einem Kessel und damit die Brühgruppe nach und nach übererwärmt wird. Und dann muss man immer flaschen, um es abzukühlen. Und das gibt es bei einem Dual-Boiler-System dann nicht mehr. Da kann man das wieder wie ein Einkreiser perfekt und den Dampf hat man getrennt. Kommen wir zu den Nachteilen. Nachteile, fangen wir jetzt von oben an mit dem Dual-Boiler. Die Nachteile liegen eigentlich da auf der Hand, er ist größer. Zwei Kessel sind einfach größer als ein Kessel und das bringt natürlich auch größere Maschinen mit sich. Eine Pro 400 oder eine ECM Mechanica Slim, die sind sehr schmal im Gehäuse, wie Einkreiser, gar nicht größer. Das kriegt man nicht mehr hin, wenn man zwei Kessel verbaut und dann noch je nach Pumpentechnik wird es schon aufwendig und groß. Da braucht man große Maschinen für. Ein weiterer Nachteil ist, und da gibt es eigene Videos von uns zum Thema Entkalken. Der am besten zu entkalkende System ist eigentlich ein Zweikreiser, weil dieser Kreislauf, den könnt ihr nicht leer bekommen, den könnt ihr nicht ablassen. Aber dadurch, dass der so klein ist, kriegt ihr das Entkalkungsmittel auch durch reine Laufen lassen rausgespült. Und der große Kessel, der lässt sich leer laufen, den kann man ablassen. Da braucht man nur die Maschine erwärmen, ausmachen und ich könnte das hier zeigen, dann dreht man den, wenn ich den jetzt ausmache und den hier aufdrehe, dann läuft das Wasser raus. Und zwar fast komplett. Ich lasse es jetzt hier nicht näher laufen. Man muss es vorher ausmachen, weil wenn die Elektronik merkt, dass Wasser fehlt, pumpt sie das nach, wie ihr jetzt hört. Deswegen muss man sie ausmachen. Dann kann man dieses System leer laufen lassen. Das gilt auch für den Dual Boiler. Also auch hier könnt ihr den Kessel leer laufen lassen, aber den hier nicht. Und da dauert es erheblich länger, den zu spülen, wenn man den entkalkt. Da müsst ihr euer, unsere Entkalkungsvideos zu gucken, die erklären das nochmal genauer im Detail. Genau, neben der Dimension, also neben der Größe, ist ein weiterer Nachteil natürlich der Preis. Es ist einfach teurer, eine größere Maschine mit zwei Kesseln, zwei Heizkörpern und so weiter. Das sind dann die teureren Maschinen auch, da gibt es noch nichts. Da gibt es auch Maschinen ab 1400, aber noch nicht mit E61 Brühgruppe. Genau, Vorteile bei dem Zweikreiser mit zwei Kammern im Kessel ist einfach die Größe, der Preis und die einfache Entkalkung. Und bei dem Einkreiser ist eindeutig der Preis, die Größe und der Nachteil ist aber ganz klar, für jemanden, der Milch aufschäumt, ist das ein bisschen nervig. Es gibt Leute, die machen das und für die gehört das dazu. Und für einen Cappuccino geht es noch, aber wenn man noch für mehrere Leute Cappuccino macht und das mehrmals hintereinander, dann kommt man ein bisschen in Schwierigkeiten, weil es entweder immer zu heiß ist oder noch nicht wieder heiß genug und das macht nicht so richtig Spaß. Deswegen, wer den Zweikreiser kennt, der wird beim Einkreiser meist nicht glücklich, es sei denn, er ist Espresso-Trinker.
Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen durch diese verschiedenen Systeme und wir haben das mal aus den anderen Videos rausgenommen und entkoppelt. Wir machen noch verschiedene solche Technikvideos. Gerne abonnieren, dann kriegt ihr mit, wenn die anderen kommen, die anderen Videos. Da kommt noch eine Menge in nächster Zeit wieder. Ich danke euch. Viel Spaß.